Ja, Assalamu alaikum. In diesem Vortrag wird es darum gehen, sich ein bisschen Gedanken zu machen über diesen Herrn hier oder Dame. Er ist ein Fundstück, kurz Adi. Und das wirft die komplette Evolutionstheorie über den Haufen, was natürlich Evolutionisten zu kaschieren wissen. Und sie versuchen natürlich weiter bei ihrer Theorie zu bleiben und sagen, man habe jetzt einen der Vorfahren der Menschen entdeckt. Fakt ist aber, dass auch die Evolutionstheoretiker, so muss man sie einfach nennen, eine der großen wissenschaftlichen Errungenschaften der letzten Jahre, der Mensch stamme vom Affen, genauer vom Schimpansen ab, komplett fallen lassen muss. Wow, das ist mir jetzt neu. Müsste ich doch mal nachsehen, was in den Büchern aus meiner Schulzeit steht. Das hier sieht danach aus, als ob was drüber drinstehen würde. 1990. So müsste ich in der 4. Klasse gewesen sein. Inhalt, Biografien, Charles Darwin, Seite 10. Was steht denn da alles? Affen und Menschen, behauptete Darwin, haben die gleichen Vorfahren. Denn Darwin bewies auch noch, dass vor vielen Millionen Jahren sich in einer langen Entwicklung aus einem affenähnlichen Lebewesen sowohl die heutigen Menschenaffen als auch der Stamm abzweigte, aus dem wir Menschen wurden. Die Affen sind also unsere Vettern und die nächsten Verwandten im Tierreich. Das letzte Mal, als ich nachgesehen habe, galt das immer noch und hat daher wenig mit dem zu tun, was du erzählt hast. Das, was du erzählt hast, wäre so, als jemand behaupten würde, er wäre der Sohn seines Onkels. Also völlig schwachsinnig. Aber trotzdem weiter im Programm. Und dieser Adi, den man entdeckt hat, den man jetzt auch wieder schön ausschmückt und zeichnet. Au! Sag das mal zu einem Gerichtsmediziner, der seinen Spezialbereich in der Konstruktion von Leichenwunden hat. Ich glaube, der legt dir einen schlechten Tag gleich als nächsten auf seinen Tisch. Aber okay, beim Knorpelgewebe, Haaren und der ganzen Farbe muss man wirklich raten. Darum gibt es auch mal Aufstellungen, wo das ganze Zeug auf das wirkliche Minimum reduziert ist. Da gibt es noch einen ganz wichtigen Punkt, der ein weiterer Schlag gegen die Evolutionstheorie ist, und zwar ein sehr heftiger Schlag. Man hat gesagt, dass sich der aufrechte Gang dadurch entwickelt hat, dass die, grob gesagt, die Wälder sich gelichtet haben und der Mensch dann eben sich immer mehr entwickelt hat, aufrecht zu gehen, also von den Bäumen sozusagen runtergekommen ist, wie man das noch in der alten Schule gelernt hat. Das Problem ist jetzt aber, dass dieser Primat Adi, den man gefunden hat, 4,4 Millionen Jahre alt ist und von der kompletten Beckenstruktur sehr deutlich Indiz darauf gibt, aufrecht gegangen zu sein. Also, der aufrechte Gang, wo die Wälder sich noch nicht gelichtet haben, ist also wieder ein Schlag gegen die Evolutionstheorie, die ja davon ausgeht, dass die natürlichen Einflüsse die Veränderung in den natürlichen Einflüssen entsprechend die Entwicklung des Menschen vorangetrieben hat, zum sesshaften und zum aufrechten Gang. Das Problem ist jetzt, dass dieser Zeitgenosse oder diese Zeitgenossin, soll ja weiblich sein, Adi bereits wahrscheinlich und mit großer Wahrscheinlichkeit einen aufrechten Gang aufweist. Ah, wenn die natürliche Zuchtal, wie es richtig genannt wurde, überhaupt was treibt, dann Lebewesen andere Lebensräume. Ansonsten wählt die natürliche Zuchtwahl nur aus, zum Beispiel zwischen den besten Läufern, wie es wohl bei den Nachfahren Adis der Fall war. Aus anderen Gründen nicht mehr auf Handknöcheln zu laufen, bevor sich die Wälder gelichtet haben, ist schon mal ein guter Vorteil für die Zeit, wenn sich die Wälder tatsächlich lichten. War bei den Fischen auch so. Die haben ihre Lunge, also bei den Lungenfischen, nicht behalten, damit sie an Land atmen können, sondern damit sie länger unter voller Anstrengung unter Wasser schwimmen können. Denn ohne Lunge schwimmen sie Fische unter voller Anstrengung, im wahrsten Sinne des Wortes tot, weil das Herz seine Muskeln nicht mehr versorgen kann. Was letztendlich bedeutet, dass es kein Problem gebracht hat, sondern eins gelöst hat. Im Falle des Fisches, der an Land geht, dass er davor schon Luft atmen konnte. Im Falle von Adi und seinen Nachfahren, dass das zweibeinige Laufen perfektioniert werden musste,
und nicht erst entwickelt und auch noch perfektioniert werden musste. Wir kennen noch die Bilder von den Affenmenschen, ja, und immer mehr aufrecht gehen bis zum Menschen Homo erectus und was sie da alles für Begriffe haben, um dann eben den aufrechten Gang zu symbolisieren in dieser Evolutionstafel. Ja, nun müsste man diese neu umschreiben und beginnen mit einem aufrechten Gang, wahrscheinlich dann wieder bückend und wieder aufrecht. Also man wird sicherlich auch hier wieder hervorragende, fantasievolle Ausschmückungen finden. Fakt ist, der Mensch stammt nicht vom Affen ab. Das geben nun selbst diese Evolutionswissenschaftler zu. Und okay, dass die Wissenschaftler sagen, dass der Mensch nicht vom Affen abstammt, hatten wir schon am Anfang. Letztendlich haben sie auch nie etwas anderes behauptet. Aber was mit Evolutionstafel meinst du, muss wohl der berüchtigte March of Progress, also Marsch des Fortschritts sein, 1965, oft kopiert und parodiert. Also schauen wir uns das Original mal an und sehen, was zu verändern ist, wenn überhaupt. Der erste, 22 bis 12 Millionen Jahre, der zweite, 21 bis 9 Millionen Jahre, der dritte, 15 bis 8 Millionen Jahre, der nächste auch 15 bis 8 Millionen Jahre, der nächste 13 bis 8 Millionen Jahre, wieder der nächste 2 bis 3 Millionen Jahre. Also eins zurück und hier kommt Arti rein. Wo ist das Problem? To know your enemy is to defeat him before you have faced him.